take a trip to my... Hi Freunde und herzlich willkommen hier bei Anschi Gaming, Flo wieder am Start. Heute gibt es keine weitere Squad Building Challenge hier in diesem Video. Wir wollen uns heute wieder um die FIFA 22 News einmal kümmern. Heute geht es um den Karrieremodus, das zweite Mal. Wir haben uns schon einmal in einem separaten Informationsvideo, News-Video zu FIFA 22 genau darum gekümmert. Ja, und heute gibt es ganz, ganz neue, frische Informationen für euch. Bevor wir reinstarten in das Video, könnt ihr gerne das Video supporten. Ihr wisst Bescheid. Mit einem Daumen nach oben, 300 Likes, gebe ich wieder als Ziel raus. Ja, und ihr seht es hier, einmal den 19 Uhr Content heute für diesen Donnerstag. Ja, nicht wirklich viel. Ja, wir haben League-In-Upgrades, einmal zur EFL Championship, Bundesliga und zur League A. Das hatten wir letzte Woche schon. Ja, da hatte ich noch keinen Strom, kein Wasser. Und insofern sehen wir es jetzt hier zum ersten Mal. League A mit 6 Segmenten nur, die Bundesliga ebenfalls und 4 Segmente bei der EFL. Und dann könnt ihr euch die jeweiligen Packs einmal holen. Außerdem Throwback-Marquee-Matchups und eine kleine Puzzle-SBC mit Festival-Football-Challenge. Ja, aber EA Sports hat heute Folgendes gemacht, und zwar die Pitch-Notes. Rausgehauen, die Pitch-Notes. Und ja, die schauen wir uns heute an. Zu FIFA 22, zum Karrieremodus. Die haben auch einen Post gemacht. Also hier so ein Deep-Dive-Pitch-Note-Geschichte. Einmal einen Link reingeballert, den gucken wir uns gleich an. Und es geht um den Karrieremodus, ja. Viele neue Informationen sind jetzt da. Und bevor wir reinstarten in das Video, könnt ihr natürlich gerne das Video supporten mit dem fetten Daumen nach oben. Ihr wisst Bescheid, Support ist kein Mord. 300 Likes gebe ich wieder als Ziel raus. Wenn ihr mich in Bezug auf die Hochwasserkatastrophe, mich selber hat es ja auch erwischt, und die Familie unterstützen wollt, dann checkt gerne unten in der Beschreibung den Link ab. Vielleicht auch in den Kommentaren. In PayPal Moneypool habe ich da eingerichtet. Falls ihr Lust habt, also uns finanziell dahingehend zu supporten, könnt ihr das gerne machen. Danke. Schön, geht da auf jeden Fall schon mal raus. So, seit Samstag habe ich wieder Strom und jetzt geht es ja endlich los mit weiteren Videos. Das 6. jetzt hier in Folge. Täglich eure Dosis in Bezug auf FIFA 21 oder natürlich auch 22 dann, wenn es frisch rauskommt. Sowieso, ihr verpasst hier nichts. Gerne auf kostenfreie Basis die Glocke einmal aktivieren. Wir fangen an und zwar gehen wir kurz hier zu FootDonk. Ihr kennt ihn wahrscheinlich alle auf Twitter und da ist erstmal eine grobe Zusammenfassung, was uns jetzt hier alles erwartet. Also, New Career Mode, Club Identity, und zwar müssen wir einmal oder können wir, man muss ja sagen, wir können, und zwar unseren eigenen Namen einmal wählen, Nickname, der dann auch unter anderem vom Kommentator genutzt wird. Und dann haben wir, wähle, welche Liga, also in welcher Liga du spielen willst und natürlich auch dieses Team, was wir dann quasi rausnehmen, beispielsweise jetzt, weiß ich nicht, München, Gladbach oder was für ein Team auch immer, das geht dann ins Rest der Welt. Und dann auch interessant, wir können jedes Level einmal wählen, jede Liga und diesen eigenen Rivalen. Wir können uns einen Rivalen raussuchen und der wird dann, wie gesagt, higher, mit einer wichtigen oder höheren Wichtigkeit quasi einmal hier dann ausgewählt. Können wir also auch unseren Rival, unseren Derby, ja, gegen den wir das, also wir können jetzt zum Beispiel jetzt Dortmund uns einfach aussuchen oder weiß ich nicht, wen auch immer uns auswählen, als Derby-Team sozusagen, als Rival, ja. Auf jeden Fall haben wir dann weitergehend noch Dressing Room, Atmospheres, da werden wir auch gleich was sehen, neue dahingehend, New Cinematic Scenes, dann am Ende von jedem Match und wir haben hier They Reflect the Team's Performance, also da einmal quasi eine Reflection von der Team Performance und dann haben wir die Trophy Celebrations, also die, die werden quasi in dem Dressing Room, im Umkleideraum, kann man die sehen und auch nach einer Niederlage in zum Beispiel einem Derby. Dann gibt es neue Man of the Match Cutscenes mit Trophäen. Also wenn du Man of the Match Spieler geworden bist im DFB-Pokalfinale, dann gibt es auch eine Cutscene. Also viele, viele Änderungen im Karrieremodus und das hat er wirklich lange, lange, lange auf sich warten lassen. Weiter geht es dann hier mit neuen Tifos. Ja, wenn du jetzt zum Beispiel dich so machst als Spieler, dann gibt es dich auch als Tifo beispielsweise. Sehr, sehr interessant. Und da steht es auch dann New Generated Tifos for your player and teammates in Career Mode if you become a top player. Ja, also das ist natürlich kein Muss, sich dann quasi auch einen Pro-Player dazu machen. Karrieremodus kann man auch so an sich zocken. Und hier sehen wir jetzt aber auch die Dressing Room Scenes zum Beispiel. Sneak Peek into the Dressing Room Atmosphere post-game. Also ihr seht es hier, die ziehen sich da an. Ja. Jubeln. Ja, also sehr, sehr cool. Und da sehen wir dann quasi auch die Punkte XP, die man gesammelt hat als Trainer zum einen und dann auch für den jeweiligen Pro. Und dann haben wir Career Mode will have European Competitions once again in FIFA
22 heißt, Champions League, Europa League und auch natürlich die Conference League. Ja, das hatte ich in den letzten Infovideos auch schon gesagt, falls ihr die gesehen habt. Other additions to be announced. So, hier haben wir dann All New Career Mode Features sind auf beiden Generationen, also auf beiden Generationen, sowohl auf den alten als auch auf den neuen Generationen von den Konsolen. Hier steht es immer nothing exclusive to next gen, other than natürlich die Qualität in Bezug auf die Grafik. Weiter geht's dann mit den Schlüsselfeaturen zu Karrieremodus. Und da haben wir es jetzt mal grob hier gut zusammengefasst, das habe ich euch rausgesucht. Und zwar können wir logischerweise, wir wissen es ja schon, Create Your Own Club, das zum einen, dann außerdem What League to Go In, Dressing Room, Cinematics, Manager Rating System haben wir da. Haben wir eben bei Klopp beispielsweise schon gesehen. Neuer Skill Tree, Skillbaum Perk System, also XP, wo wir das quasi hinmachen können. Tun wir die XP sammeln in Bezug auf unsere Skill-Sterne, wohin gehen, was upgraden wir sozusagen, Fernschuss und so weiter und so fort. Kennen wir das Ganze ja schon, aber noch nicht im Karrieremodus, wie gesagt. Im Pro-Club kennt man das ja so ein bisschen. Come on as a Sub, auch das eine ganz interessante Geschichte, später mehr dazu. Dann Match Objectives und All European Leagues, eben schon erwähnt. Dahingehend können wir jetzt auch zu den Pitch Notes einmal gehen. Also, hier einmal kurz übersetzt, Karrieremodus bietet Deep Dive. Also, hallo alle zusammen, mein Name ist Alex Constantius, bla bla bla. Wir haben in diesem Jahr sowohl Managerkarriere als auch Spielerkarriere erheblich verbessert, die Ihnen mehr Möglichkeiten denn je bietet, Ihre Managerkarriere zu personalisieren und eine längst überfällige Überarbeitung. Oh ja, Spielerkarriere mit vollständiger Kontrolle über die Entwicklung und Karrieremodus, Karrierefortschritt Ihres Profis. Es gibt viel zu tun. Also kommen wir dazu. Ja, und hier seht ihr es einmal schön im Inhaltsverzeichnis. Werde ich euch wahrscheinlich auch einen Link unten in der Beschreibung nochmal reinballern. Also erstellen Sie Ihren Club. Fangen wir damit an, Jungs. In FIBA 22 haben Sie jetzt die Möglichkeit, Ihr eigenes Team im Managerkarriere zu erstellen. Eigenes Team, Jungs. Eigenes Team. Das eigene Team. Ja, was für eine Veränderung einfach, ja. Und viele von Ihnen im Laufe des Jahres nachgefragt haben, okay, haben wir auf jeden Fall Clubidentität. Sie beginnen damit, den Namen Ihres Clubs und den Spitznamen auszuwählen, der vom Kommentatorenteam verwendet wird. Als nächstes wählen Sie die Liga aus. Ja? Da wird ja dann, wie gesagt, auch Rest der Welt eben schon erwähnt. Sie können eine beliebige Liga dann in dem Spiel wählen, sich Ihrem Weg zu Ruhm vom Stufensystem, Ligasystem eines Landes bahnen und gegen die größten Teams der Welt in den Top-Ligen antreten. So wählen Rivals, können wir auch halt wählen, den Rivalen-Club quasi können wir auch wählen, steht ja schon gesagt, und dann profitieren von zusätzlicher Berichterstattung und Geschichten. Anpassung von Trikots, Wappen und Stadien, jetzt wird es hier interessant, Jungs. Sie können die Heim- und Auswärtstrikots der Mannschaften jeweils wählen, das Vereinswappen sowie das Heimstadion anpassen. Jungs, wie geil ist das denn? Es gibt viele Variationen zur Auswahl. Sie müssen nicht befürchten, dass Ihr Team aus der Mode kommt. Trikots, Wappen und ein Basisstadion können zu Beginn jeder neuen Saison geändert werden. Okay, also das heißt, man kann das nicht immer natürlich so querbeet jede Woche ändern, logischerweise, sondern immer zum Anfang jeder neuen Saison. Da gucken wir doch mal rein, Jungs. Da sehen wir schon was. Wie geil, Jungs. Also hier können wir schön entspannt das Trikot uns wählen. Hoffentlich gibt es da wirklich dann auch, wird es geupgradet und es gibt wirklich, ja, jeden Monat 10 neue Trikots oder so. Da habe ich ein bisschen Angst, dass es dann zu ein bisschen lame wird, dass die Optionen dann doch vielleicht ein bisschen wenig sind, muss ich euch ganz klar sagen. Aber an sich ist es schon mal eine coole Geschichte und erinnert so, wo war denn das nochmal möglich, Jungs? Ich weiß nicht, ob das Nintendo DS-Version war, irgendwas erinnert mich da auf jeden Fall an alte Pro-Club-Geschichten, wo wir unter anderem auch die Möglichkeit hatten, Trikots und so zu machen, aber ich kann mich darauf vertun, was PlayStation Portable, ich weiß es schon gar nicht mehr, Jungs, was es war, irgendwann damals, ich weiß nicht mehr, welcher Teil von FIFA es war. Also, wir freuen uns sehr, die Stadionanpassung FIFA 22 Karrieremodus zu bringen. Wählen Sie aus einem der generischen Basis, okay, wie es übersetzt ist, ist ein bisschen komisch, die Atmosphäre rund um Ihren Club kann ebenfalls verändert werden. Ihr seht es hier, Torsongs, Gesänge, Menge Walkout-Hymnen und so weiter und so fort. Also wenn man rausgeht. Die Stadionanpassung ist auch so bestehende Vereine verfügbar, denen im Spiel kein lizenziertes Stadion zugewiesen ist. Ah, sehr interessant, okay. Also hier haben wir wirklich die Möglichkeit, uns dann eins auszusuchen. Wir können jeweils die wie quasi im Ultimate Team jetzt schon, diese ganzen Sachen. Atmosphäre haben wir da gesehen, das Gras, das Netz. Alles Mögliche, was wir da verändern können. Sehr, sehr nice. Kaderbauer haben wir dann am Start. Ein brandneues Team braucht Spieler. Und deshalb ist mein Lieblingsteil von Create Your Club der Squad Builder. Hier können Sie Ihr neues Team mit einer Startgruppe von Spielern besetzen,
wenn sie diese neuen Spieler generieren, haben sie die Kontrolle über die Sternbewertung. Okay. Der Nationalität der generierten Spieler. Beispiel, dass 7% der Spieler der englischen Premier League die französischen Staatsangehörigen. Alles klar, das ist ja richtig cool. Jedes Mal, wenn ein Spieler für einen Kader der englischen Premier League generiert wird, besteht eine Wahrscheinlichkeit von 7%, dass es sich um einen Franzosen handelt. Dadurch fühlen sich. Egal in welchem. Jungs, das ist natürlich krass. Your Squad. Wir können jetzt tatsächlich ein Rating reinstellen. Squad Age, wie alt die sind. Transferbudget einstellen. Das ist natürlich geisteskrank, Jungs. Das ist natürlich richtig cool. Also da müssen wir fast schon eine eigene Serie hier auf dem Channel mal machen. Einfach um das Ganze mal auszuprobieren. Nachdem sie im Kader aufgestellt haben, können sie auch ihr Startbudget wählen. Ja? Transferbudget bis zu 1 Milliarde. Ihr gewählte Währung beginnen. Sie können dann ihr Budget verwenden, um neue Spieler zu verpflichten. Um Schlüsselpositionen zu stärken, sobald sie mit dem Spielen beginnen. Vorstandspriorität. Nice. Sind wir ein kleiner Club? Sind wir ein großer Club? Wir können es jeweils dann nochmal customisieren. Nice, Jungs. Das ist cool. Spielerkarriere. Wir haben wichtige Änderungen und Aktualisierungen der Spielerkarriere vorgenommen, um den Modus zu aktualisieren. Als Sub einmal kommen, Jungs. Also, neu in der FIFA 22 Spielerkarriere ist die Möglichkeit, von der Bank aus zum Spiel zu kommen. Unser Ziel war es, die Erfahrung eines jungen Interessenten zu vermitteln, der die Ränge in die Startelf klettert. Ja, das muss ich sagen, hat mir immer gefehlt, wenn wir gesagt haben, wir simulieren das Ganze, dass man nicht irgendwie sagen kann, ab der 60. ab der zweiten Halbzeit oder so, dass man eben reingehen kann ins Game. Muss ich sagen, hat mir gefehlt. Es geht hier jetzt aber, wie gesagt, um separaten Eintausch von einem Spieler zum Beispiel. Sobald sie auf der Setbank begeben haben, können sie in dem Moment, in dem ihr Manager beschließt, sie einzuwechseln, in das nächste Spiel springen. Okay, das ist also insofern schon mal möglich. Dies wird im Pre-Match-Launcher angezeigt, wo sie wählen, wo sie wählen, sie entweder den Rest der Spieler oder simulieren sie es, ja. Also Play As, Play Controlling Team, also du kannst sagen, okay, ich spiele nur als eine oder halt als komplettes Team, logisch, kennen wir. Also das gefällt mir sehr, sehr gut. Wenn sie entscheiden, den Rest des Spiels zu spielen, werden sie vom Moment des Spielers gebracht, okay. Ja, das ist cool. Wir können immer quasi reingehen und sagen, okay, jetzt will ich als Team spielen. Das ist sehr, sehr cool. Matchziele später ausführlich behandeln. Da kommen wir also gleich noch zu. Hier sehen wir erstmal die Sequenz, die Einwechslung von dem einen. Coming on as a sub. Und dann haben wir hier quasi auch drei Aufgaben vom Manager mitbekommen, die wir dann je nachdem noch hier variieren, anscheinend variieren können. Das sieht sehr, sehr gut aus. Managerbewertung. Die Managerbewertung ist ein System, das das Vertrauen ihres Managers in sie als Mitglied des Kaders misst. Sie beginnen ihre Karriere als Bankspieler, wobei der Manager ihnen reduzierte Minuten gibt, um ihn zu beeindrucken. Das ist doch not bad, Jungs. Also muss ich ja echt sagen, wenn man dann als Pro sich dann auch auswählt, da hat man echt viele Möglichkeiten jetzt. Your place in the team, okay. Build Manager Rating und dann avoid not being selected. Mhm. Auf der anderen Seite der Dinge, wenn sie ihre Ziele ständig verfehlen, werden sie am Ende fallen gelassen. Oh, und dann wird man wahrscheinlich transferiert und so weiter, ausgeliehen und so weiter und so fort. Wenn sie im Training gute Leistung bringen, können sie wieder eine Chance auf Wiedergutmachung erhalten. Aber wenn sie ständig nicht schaffen, den Kader zu erreichen, können sie endlich auf der Liste der Transfers landen. Ja, wie vermutet, die Gesamtbewertung ihres Profis bestimmt, ob er für einen Transfer oder ein Darlehen angeboten wird. Also, das auf jeden Fall auch mit bedenken. Matchziele sind dann hier am Start. Die festigen ihre Ausgangsposition, indem sie alle neuen Matchziele erfolgreich abschließen. Logisch, sie werden ihnen betreten angezeigt. Jo, ist klar. Später noch genauer eingehen werden. Okay, dann gehen wir noch weiter darauf ein. Die Matchziele werden basierend auf einer Reihe von Faktoren generiert. Einmal die Spielerposition, die Qualität ihres Teams im Vergleich zum Gegner, logisch, und die Formation, die ihr Team verwendet im Vergleich zu der des Gegners. Okay. Alle diese Systeme arbeiten zusammen, um sicherzustellen, dass sie jedes Mal, wenn sie das Spielfeld betreten, eine Vielzahl von Herausforderungen haben. Matchziele und Coming on as a Sub sind sowohl für die Karrieren des erstellten Spielers als auch des echten Spielers verfügbar. Spielwachstum. Also da kommen jetzt die Levelsteigerung, die XP mit rein. Aufsteigen und XP verdienen. Zum einen haben wir die Matchbelohnung. Du hättest am Ende jedes Spiels halt separate XP. Wir können durch Training die XP einmal holen. Und es gibt zusätzlichen EP-Boni
durch die Trainings, die wir hier sehen, Spielerziele natürlich, die uns dann auch mal XP bekommen, geben, wie wir hier einmal halt sehen, 1857 XP auf Level 3. Und ich meine, Level 25 hatte ich gelesen, ist das Maximum. Sobald sie ihren Anteil an XP verdient haben, ist es Zeit für Entscheidungen. Mit jedem Levelaufstieg schaltest du eine Reihe von Skillpunkten frei, die du ausgeben kannst. Also, dann gibt es halt diesen Baum, eben schon gesagt, wo wir dann entscheiden können, wo geht's hin. Passen, Dribbling, Def, Physis, Schuss, Tempo, Goalkeeping, je nachdem, wenn man Torhüter ist. Und dann kann man hier den Baum jeweils immer in eine gewisse Richtung lenken. Ja, und da muss man dann, wie gesagt, entscheiden. Wo setzt man Prioritäten? In welche Richtung will man gehen? Wie will man werden? Ne? Das ist ganz, ganz klar. Könnt ihr selber nochmal durchlesen. Vorteile. Eine weitere aufregende Ergänzung zum Spielerwachstum für erstellte Spieler ist das neue Perks-System. Perks werden beim Levelaufstieg freigeschaltet und du kannst bis zu 3 davon ausrüsten. Okay. Einige Perks können sogar, er schießt wahrscheinlich jetzt einfach ein Tor. Okay, er hat ein Tor geschossen. Ah, oben. Ist quasi so ein Ding erschienen. Erhöhen Sie die Passfähigkeit für alle Teamkollegen. Steigern Sie die Angriffsfähigkeit für alle Teamkollegen. Verbessern Sie Def. Okay. Also hier die Perks, die wir hier einmal sehen. Interessant. Darüber hinaus finden Sie vollständige Liste der verfügbaren Perks. Okay, Jungs, die könnt ihr euch selber durchlesen. Viele auf jeden Fall da. Torwart, Def, Mittelfeld und einmal den Sturm. Und dann Atmosphäre im Ankleidezimmer hier übersetzt. Ja. Da war auch nochmal eine Sequenz. Das war die, die wir eben schon gesehen hatten, Jungs, bei Twitter. Also Dressing Room Atmosphere Trophy Celebration ist das. Dann haben wir Transfer Updates zum... Ja, wir sind fast beim Ende. Transfer Updates. Wir haben mehr Filmsequenzen von Transfer Negotiations aktualisiert, um Ihnen ein lebendigeres Erlebnis zu bieten, während Sie versuchen, bestmögliche Geschäftsaushandlungen herauszuholen. Ja, also das Scouting eines Spielers über den Transfer Hub zu starten oder zu stoppen. Okay, von der Sequenz her sieht es ein bisschen anders aus, als was man sonst so kennt. Ob es das jetzt großartig ändert, man weiß es nicht. Erweiterte Geschichten. Eins unserer Ziele ist es, Erfolge und Karrieremeilensteine besser zu feiern. Nachrichten, die sich auf den Statistiken und Erfolge konzentrieren, werden ausgelöst, wenn eines der Ergebnisse eintritt. Wenn Sie 50, 100, 150 Spiele als Manager oder Spieler erreicht haben oder gewonnen haben, wenn Sie Auszeichnung Manager des Monats bekommen haben, wenn ein Jugendspieler aus Ihrem Kader eine herausragende Debütsaison hat. Okay, dann kriegen wir quasi hier nochmal Nachricht mit rein. Most Goal Involvements Kylian Mbappé. Auf der PlayStation 5 und Xbox Series S und der Stadia werden diese Errungenschaften nicht nur in den Nachrichten gefeiert. Wir haben auch Intro-Sequenzen von Spielen hinzugefügt, in denen das Kommentatorenteam ihre Errungenschaften aufgreift. Neue Filmsequenzen wie neue Aufwärmsequenzen, Umkleidekabinen, Mannschaftsinspektion Inspektion sowie die Vorbereitung des Platzwarts in letzter Minute werden die Spannung für wichtige Spiele aufbauen. Wenn Ihr Team in einem wichtigen Spiel unterdurchschnittlich abschneidet, sehen Sie möglicherweise sogar, dass die Zuschauer vorzeitig gehen. Ja, also ihr seht, es wird immer realistischer. Dynamische Tifos, die da noch kommen, Authentizität, egal ob Sie Manager oder Spieler werden möchten, wir wissen, dass Sie Authentizität lieben, daher werden wir die Messlatte mit der Aufnahme der UEFA European Conference League und anderen Ergänzungen, die zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben werden, weiterhin hochhalten. Also wir sehen, es werden noch weitere Informationen kommen, Jungs. Also, falls ihr es vorbestellen wollt, könnt ihr das natürlich gerne über unseren Support-Link unten auch da in der Beschreibung machen. Amazon Support-Link ist da, Jungs, ihr wisst Bescheid. Und ich bin sehr, sehr gespannt, was das Ganze gibt in FIFA 22, was weiter an Informationen kommt. Ihr verpasst hier auf jeden Fall nichts. Und damit war das heute mal ein bisschen ein längeres Video in Bezug auf die FIFA 22 Pitch Notes. Ja, sehr, sehr coole Geschichte. Ja, ein bisschen tiefer rein da in Karrieremodus. Also ich werde wahrscheinlich erstmal mit Manager gehen, ob ich tatsächlich mich da an die Pro-Club-Geschichte heranwage.
Ja, schauen wir einfach mal. Vielleicht machen wir auch eine schöne Karrieremodus-Serie auf dem Channel. Lasst mich dahingehend gerne eure Meinung wissen. Generell zu den Pitch Notes zum Karrieremodus. Worauf freut euch am meisten? Und damit würde ich sagen, sehen wir uns hoffentlich beim nächsten FIFA 22 Infovideo. Morgen Abend zum hoffentlich nicen FIFA 21 Content-Video. Bleibt gerne hier am Ball. Gerne ein Abo dalassen auf dem Weg zu den 50.000 Abonnenten. Und damit reingehauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Flo von Archie Gaming. Ciao, Leute.